Ihr habt geschrieben, ihr wünscht euch mehr Mystery-Videos zu GTA. Okay, Julius liefert aus. Diesmal geht es allerdings nicht um Mysterien, sondern vielmehr um ein paar ziemlich interessante Fantheorien rund um die Welt von GTA. Viel Spaß! Es gibt die Theorie, dass alle Nicht-GTA-Franchises von Rockstar Games als Medien in der GTA-Welt existieren. So sei Max Payne 3 ein Film, L.A. Noire eine TV-Serie und Red Dead Redemption ein Buch. Das wird unter anderem dadurch bestärkt, dass wir in Franklins neuem Zuhause im Bücherregal ein Buch namens Red Dead vom Autor Jay Marston finden. Tiefere Bedeutung oder nur ein simples Easter Egg? Das ist hier die Frage. Ist euch schon mal aufgefallen, dass GTA-Spielwelten immer Inseln sind? Spieldesigntechnisch macht das natürlich auch Sinn, schließlich werden wir so niemals aus der Illusion von Freiheit gerissen, indem wir gegen unsichtbare Mauern laufen. Aber es gibt die Theorie, dass Rockstar damit auf die Engstirnigkeit der amerikanischen Denkweise hindeuten will. Viele Amerikaner sind ja gedanklich sehr auf ihren eigenen Kontinent fixiert und halten ihn stets für das Zentrum der Welt. Und da GTA den American Way of Life ja viel aufs Korn nimmt, würde das natürlich passen. Was passiert eigentlich mit unserem Online-Charakter, wenn die Story von GTA 5 beginnt? Wir wissen ja, dass alle Ereignisse in GTA Online vor denen der Hauptstory passieren. Wir arbeiten dort aber mit fast jedem der Auftraggeber von Franklin und Co. zusammen, trotzdem betonen Charaktere wie Lester oder auch Lamar, dass sie keine anderen Kontakte hätten, obwohl unser Online-Charakter sich da doch eigentlich anbieten dürfte. Fans haben deswegen die Theorie aufgestellt, dass unser alter Ego zwischen Online-Prequel und Haupthandlung ins Gras gebissen hat. Klar, man kann auch einfach sagen, dass es einfach schwierig gewesen wäre, die Handlungen zu verknüpfen, aber ich finde die Theorie trotzdem interessant. Ich glaube, wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass die GTA-Charaktere alle verschiedene Spielertypen verkörpern. Es gibt aber auch eine Theorie, die besagt, dass sie auch die verschiedenen GTA-Generationen verkörpern. Trevor steht für die Anfänge der Spielereihe, für das nicht sehr storyorientierte, psychopathische Chaos der Top-Down-Spiele. Franklin verkörpert die 3D-Ära mit Claude Speed, Tommy Vercetti und Carl Johnson, die allesamt mit nichts angefangen haben und sich durch konsequentes Gangster-Business an die Spitze gearbeitet haben. Michael ist repräsentativ für die neuen GTA-Spiele, die mehr Story-Fokus und Charaktertiefe bieten und dem Chaos dadurch einen übergeordneten Sinn geben. Er ist daher auch gut vergleichbar mit Niko Bellic aus Teil 4. In einer äußerst verrückten Theorie wird behauptet, die GTA-Spiele seien in einer dystopischen alternativen Realität angesiedelt, in der sogenannte Business-Plot von 1933 erfolgreich war. Bei dem Business-Plot handelte es sich um eine Verschwörungstheorie, in der vermutet wurde, dass eine Gruppe reicher Geschäftsleute sich in einer geheimen Organisation zusammengetan hätte, um den Präsidenten Roosevelt zu stürzen und eine faschistisch-aristokratische Diktatur zu gründen. Dies hätte den Faschismus und Kapitalismus in der amerikanischen Welt natürlich nochmal deutlich extremer werden lassen, so extrem, wie er in GTA eben oft dargestellt wird. Ich persönlich denke aber, dass dies einfach eine Karikatur unserer heutigen Gesellschaft ist und nicht etwa eine pseudorealistische Abbildung einer alternativen Realität. Zugegeben, bei ein paar dieser Theorien, da denkt man sich schon, okay, da lehnen sie sich jetzt auch ein bisschen weit aus dem Fenster. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch noch irgendwelche verrückten Fantheorien rund um GTA kennt oder vielleicht auch andere Spiele. Und schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat, ob es euch gut unterhalten hat. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.